So, und dann machen wir jetzt mal die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Ja. Und ich habe sogar eigentlich, schon einiges hier. Von daher, ich leere nochmal gerade mein Inventar ein bisschen aus. Schau nochmal, was ich brauche und was in den Müll kann zum Beispiel. Alles, was ich nicht brauche, kommt eben in den Müll. Die Statue kann eigentlich mal bleiben. Ich kann mal gleich gucken, was da in der Beschreibung steht. Das würde ich nämlich auch mal gerne wissen. A statue of a Florin. It looks like a great hunter. Stimmt. Jetzt werden wir jetzt erstmal die Trailblazers Chestplate nehmen, weil die sollte mir noch ein bisschen mehr Schutz geben, hoffe ich jedenfalls. Okay, die Diamanten kommen hier rein, das kommt hier rein, mit dem und das kommt auch noch hier rein. Okay, und das heißt, wir können jetzt hier wieder runter und auf die Suche gehen nach der nächsten Ecke, nach dem nächsten Rubium. Ich hoffe, wir finden jetzt mal einiges, wenn wir nach rechts gehen. Und nicht nur Gegner. Sieht bis jetzt nicht so vielversprechend aus. Ah, es geht. Immerhin finden wir was. Das ist ja schon mal auch positiv an der ganzen Sache. Ach komm, jetzt lass mich hier hoch, Mensch. Ja, das sieht doch eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt, wenn es dann auch heller wird, dann kann man wieder mehr erkennen. Oh, Moment. Ist das Rubium? Nein, das ist nur... Es ist nur Kupfer. Schon kriege ich nur noch 70 Schaden. Okay, die Chestplate ist einigermaßen geil. Naja, das finde ich gut. Gefällt mir. Diese ganz viele Diamanten. Dass ich echt mal Diamanten liegen lasse, das hätte ich nie gedacht. Aber es wird einen ja nur aufhalten hier. Da ist wieder ein bisschen Rubium und eine Kiste. Ja, das Geld kann man auch immer mitnehmen. Auch wenn ich es wahrscheinlich dann beim nächsten Tod verlieren werde. Ist ja auch egal. Erstmal haben, ne? Erstmal haben. So, 35 habe ich jetzt. Das heißt, ich brauche noch 20. Das heißt, ich brauche 60. Das heißt, ich brauche 120 Rubium-Ohr. Das kann noch ein Weilchen dauern, bis man das zusammen hat. Und dann brauche ich noch mehr Ohr, damit ich mir die nächste Rüstung machen kann. Diese Impervium, oder wie die hieß. Impervium Ore. Ja, Impervium. Chestplate. Or so. Irgendwie sowas in der Art. Hier kann ich auf jeden Fall noch viel reisen gehen. Verderben werde ich über dieses Land bringen, wenn ihr mich angreift. Entschuldigung. Ganz viel Uran. Mitnehmen. Immer mitnehmen. Uran kann nur helfen. Also. Ist natürlich nur im Spiel eine gute Sache. Denn bis das nicht mal zerfallen ist, dauert ein bisschen. Und nicht mehr radioaktiv ist. Schlimm genug. Das ist. Ja. Ist ja auch egal, ne? Es ist ja hier nur im Spiel, glücklicherweise. Sonst hätten wir hier gleich so einen Castor-Transport, wo dann hier alles blockiert werden würde oder so. Ne? Dürft hier gar nicht mehr durchkommen. Müsste die Messrand erstmal wieder durch Polizei weggeschafft werden, ne? Das sind Einsatzkosten. Scheiß Atomstrom. Scheiß Atomstrom. So ist es einfach. Ich mag diesen Dialekt. Ich finde den immer lustig. So. Oh wow, da haben wir ja viel gefunden. Wow. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet, dass es mit einem Schlag zu Ende geht, aber... Huah! Stört ja nicht. Sowas lobe ich mir. Erstmal so ein Batzen von wie viel? 23? Jawohl, 23 Rubium. Das sieht doch cool aus. Ach, kein Scheiß.
hier sind gefährlich. Sehr gefährlich. Ich brauche mehr Rubium. Ich brauche ja noch viel mehr Rubium. Und hier buddel ich mich durch. Erstens, weil da eine Kiste ist, und zweitens... Oh, was war denn jetzt drin? Na egal. Jump Boost! Lass mich hoch! Lass mich raus! Ich will hier raus! Na komm, spring! Du hast jetzt schon einen Jump Boost, also kannst du auch jumpen. Kein Rubium, nichts Rotes hier in Sicht, das ist ja... Naja, bedrückend. Komisch. Und bald haben wir genug, um uns die Rüstung und das nächste Upgrade zu machen. Von daher könnte diese Folge noch sehr gut sein. Denn dann könnte es bald sein, dass wir echt vielleicht schon die beste Rüstung haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das weiß ich echt nicht mehr genau. Oh, was ist das denn? Rock Origin. Oh, geil. Was ist das? Throwing Boulder. Wow. Was war das? Ich meine, es war stark, aber was zur Hölle war das? Okay, stark. Muss ich sagen, das war echt stark. Coole Sache. Aber echt, finde ich echt gut. Coole Sache, ey. Wenn die dann noch besser fliegen wird. Wow! Was zur Hölle war das denn? Holy Mother of God, ich bin fast tot. Das größte Problem an der ganzen Sache ist, mit den Bandagen braucht man so lange, bis man sich immer aufgeheilt hat. Na, klasse. Das wirft hier alles schnell meinen Tod gipfeln. Besonders wenn ich schon irgendwelche Viecher höre. Dann ist das nie ein gutes Zeichen. Vielleicht war es auch nur im Berg. Ich hoffe jedenfalls. Hier ist keins. Das heißt, ich bin momentan noch sicher. Ich esse erstmal eine Banane. Und eine Bandage. Okay, es wird immer knapper für mich. Ich will jetzt aber auch nicht einfach nach oben gehen. Ich weiß nämlich nicht, wann, wie weit ich hier gerade gekommen bin. Ich muss diesen Planet umkreisen. Ich muss ihn einmal komplett umrundet haben. Und ich weiß, dass hier an der Oberfläche nichts mehr ist. An wichtigen Rubium. Oh. Es sind nur noch 30 Ohr. Komm schon. Die müssen hier doch noch bis Nachtanbruch zu finden sein. Das war immer dumm, Viecher anzugreifen, die einen gar nicht angreifen wollen. Hat man sich unnötig Feinde. Na klasse. Das Ding. Schnell, buddel dich ein! Schnell, schnell! Ich bin nicht da. Okay, hat mich nicht gesehen. Vom Arsch! Oh Gott. Yes! Überlebt, durchgekämpft und belohnt. Da kann man, wenn ich die Rüstung gleich dann hab, dann kann ich auf Level 10 Planeten gehen, weil da sollte ich vielleicht dann doch noch ein bisschen besser überleben können. Schauen wir mal. Das ist jetzt natürlich nicht sterben. Ah, ja, okay. Ja, das hatte sich damit dann auch erledigt.
Wie viel habe ich jetzt? 115. Ah. Das reicht leider nicht ganz genau. Aber wir probieren gleich mal unser neues Instrument aus. Ihr wisst ja, ich bin Musiker und da muss man nochmal neue Instrumente ausprobieren. Besonders wenn ich nicht weiß, wie sie sich sonst so anhören hier im Spiel. Deswegen immer dran lang. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das hier kann hier rein. Und das Instrument wird jetzt mal ausgetauscht. Dann schauen wir mal. Während wir warten auf unser Ohr hier, machen wir mal hier. Was haben wir, was ist das denn eigentlich? Ich kenn's nicht. Sagt mir jetzt irgendwie so gar nichts, was das, was auch immer das gewesen sein soll. So, jetzt wollen wir noch genau zwei. War ja klar, dass es dann nicht komplett ausreicht. Was bin ich? Jetzt brauche ich noch zwei, das heißt also drei Ohren brauche ich jetzt noch. Ab nach unten. Muss ich gerade wieder wechseln. Hoffentlich stürze ich hier nicht gleich in den Tod. Wenn es am Lenken ist, ist es immer ganz schwierig. Ich komme nachher wieder irgendwie nach oben. Ich sehe gerade eher aus wie so ein Feuerwehrmann. So, aus Amerika. Kommt jetzt langsam mal irgendwas? Vielleicht sollten wir mal Fackeln aufhängen. Das wäre vielleicht eine gar nicht so dumme Idee. Gut, das soll ja eigentlich alles schmelzen und auf Kopf tropfen und zusammenbrechen. Aber hey, was soll's? Wir sind hier ja nicht in der Wirklichkeit. Ist doch besser so. Klar, hier im Untergrund gibt es auch noch einiges. Da werde ich dann auch wahrscheinlich dann beim nächsten Mal nachsuchen. Im Untergrund nach Rubium und Kohle und allem drum und dran. Da werde ich beim nächsten Mal echt mal in den Untergrund gehen, weil das habe ich eher ja, wirklich nur ganz, ganz selten gemacht. Deswegen, das will ich noch einmal auf jeden Fall machen. Deswegen, das werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal machen, wenn wir dann, ich glaube, zu der letzten Rüstung hin arbeiten, dass ich dann wirklich sage, okay, es geht ab in die Höhle. Ich will nur irgendwann mal hier gerade noch mal kurz aus dem Wasser rauskommen, so ein bisschen. Nein, ich muss noch mitteln, ich muss noch tanken, ich muss noch tanken! Ha! So. Jetzt wird hier erstmal alles aufgefüllt. Verdammt, ich will endlich mal, dass das ganze Wasser abfließt. Nicht nur immer ein Teil davon. Ist immer langweilig hier. Komm schon, das Wasser muss weg. Das Wasser muss weg. Irgendwo hier muss ja nochmal eine große Höhle sein. Das sieht gut aus. Das ging schnell. Ich will eigentlich mal gerade einmal ganz nach unten hier bei diesem Planeten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade Bock drauf. Einmal nach ganz unten zu gehen.
Weiß noch nicht warum, aber ich will einfach. Ich lasse das Rubium gerade mal liegen, weil es ist, wie man es immer so schön sagen darf, ein Experiment. Mit Feinden. Apropos Feinde. Ich sehe zwar jetzt gar nichts mehr, aber was soll's. Nee, ganz ehrlich, scheiß auf das Survival-System, ich sehe nichts. Ich will nach ganz, ganz unten. Ganz unten. Ich glaube, ohne die Lex wäre ich schon längst hier auf den Boden geprallt. Ungefähr so. Ah! Okay, da ging es tief runter. Okay. Komm vor. Ja, doch, komm vor. Manchmal. Nicht oft, aber manchmal kommt das dann eben. Ja, doch. Gut, dann machen wir jetzt mal hier in dieser Folge noch, in dieser Aufnahmesession, das Rubium Tech Upgrade. Dann benutzen wir es mal. Die Blueprints. Das heißt also, beim nächsten Mal haben wir dann unsere letzte Rüstung, oder was? Universalist Tech Pants. Impervium Bar. Das ist dann, glaube ich, die letzte. Das muss die letzte sein. Okay. Das ist also unsere letzte Rüstung, die wir mal machen müssen. Wie sieht es mit den Waffen aus? Gibt es da keine neuen Waffen? Hä? Ich meine, das kann man sich machen, aber gibt es keine neuen Waffen dafür? Hä? Echt nicht? Muss doch auch neue Waffen geben. Ah, ja. Timmy! 4000 per Swing! Ich glaube, meine Hose ist gerade nass geworden. Okay, Stark. Stark. So stark. So. Kohle und das kann alles mit. Boah, jawoll. Das wird eine sehr schöne Zeit, Leute. Das wird eine sehr schöne Zeit. Okay, das heißt, beim nächsten Mal machen wir uns dann an die letzte Rüstung. Und dann geht's an den Hausbau. Schauen wir mal. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.